Herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video, das sich mit der Inneneinrichtung der Baureihe 445 der Ostdeutschen Eisenbahn beschäftigt. Diese Züge sind auf dem RE8 unterwegs, einer wichtigen Strecke, die von Wismar über Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge und Berlin bis zum Flughafen Berlin-Brandenburg führt. Zusätzlich verkehren sie auch auf der Strecke von Berlin nach Finsterwalde und Elsterwerda. In diesem Video werden wir einen detaillierten Blick auf die Ausstattung und den Komfort dieser Züge werfen. Die Baureihe 445 bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für die Fahrgäste. Dazu gehören helle und klimatisierte Fahrgasträume mit individueller Gestaltung sowie LED-Beleuchtung. In der ersten Klasse erwarten Sie großzügige Sitzbereiche mit einem großen Tisch bei den Vierersitzen und Einzelsitzen mit viel Platz. Steckdosen sind ebenfalls in der ersten Klasse vorhanden. Für einen optimalen Fahrgastfluss gibt es großzügig gestaltete Einstiegsbereiche und insgesamt 8 Einstiegstüren pro Seite. Besonders bemerkenswert ist die Ausstattung mit 3 geschlossenen WC-Systemen, davon eines für mobilitätseingeschränkte Personen mit einem Wickeltisch. Alle WCs entsprechen den Standards für Personen mit eingeschränkter Mobilität gemäß TSI-PRM. Darüber hinaus bietet die Baureihe 445 Sitzbereiche mit vergrößertem Sitzteiler und Spaltüberbrückung an allen Türen. Neben dem Komfort bietet die Baureihe 445 auch technische Raffinessen. Die Wagenkästen bestehen aus vollständig geschweißter Aluminium-Integralbauweise und die Züge sind mehrfach traktionsfähig. Sie verfügen über luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle und sind für 550er Bahnsteige optimiert.
Das war unser Video über die Inneneinrichtung der Baureihe 445 der Ostdeutschen Eisenbahn. Wir hoffen, dass Ihnen diese Tour durch den Zug gefallen hat und Sie einen Eindruck von dem Komfort und der Ausstattung bekommen konnten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie weitere Inhalte rund um die Bahnwelt sehen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Klicken Sie außerdem auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Mal.